Herzlich willkommen zum Speed-Dating, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch circa 12 Minuten Zeit. Ich habe mir gedacht, als ich einen Vortragsslot bekommen habe, Donnerstag 14 Uhr, da werden nicht mehr so viele hier sein. Ich bin aber dankbar für jeden, der gerade hier ist und habe deswegen auch diesen etwas natürlich provokanten Titel gewählt. Möchte Ihnen einmal zeigen, was es damit auf sich hat. Richtig gesagt, mein Name ist Marius Reuters, ich bin Product and Sales Manager, Teamleiter der Kundenberatung und auch gleichzeitig Leiter des BIM Kompetenzcenters. Das heißt, immer wenn es ums Thema BIM geht, egal um die BIM-Grundlagenvermittlung, um die Modellierung in CAD 1, die Koordination, das BIM-Management mit D-Site oder auch projektbezogene Unterstützungen, dann helfen wir immer gerne. Zum heutigen Vortrag, ich habe es an einem schönen klassischen Dating-Story orientiert. Das heißt, wir fangen an, wie es der Name sagt, am Anfang, the beginning, dann kommt irgendwann das Match. After a while, it's getting complicated, aber am Ende gibt es ein Happy End. Das so viel vorab und wir beginnen natürlich, wie es der Name sagt, am Anfang. Und am Anfang stehen in Deutschland immer Gesetze, Regelwerke und Richtlinien. Und die sind natürlich auch alle relevant für den Straßenentwurf. Wenn Sie Straßenplaner sind oder mit den Regelwerken zu tun haben, dann werden Sie auch wissen, dass das teilweise sehr lästig ist, diese alle zu kennen, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Und genau deswegen haben wir als Lösung den neuen Straßenentwurf in CAD 1 entwickelt. Die Grundlage dieses Straßenentwurfs ist eine neue Technologie, die sogenannte Smart Infra Modeling Technology, die eben genau diese intelligenten Regelwerke und Richtlinien beinhaltet. Die Software an sich ist sehr schlau, ist keine KI, aber wie gesagt sehr, sehr schlau. Für alle Aufgabenbereiche der Infrastruktur, heute sehen Sie den Bereich Straße, in Zukunft wird es das für die Bahn geben, für die Bestandsmodellierung aus der Vermessung, für die Entwässerungsplanung, also all das wird perspektivisch abgedeckt sein. Natürlich das Modewort Modeling mit dabei, wir sind hier im Block BIM, im Building Information Modeling, wir erstellen also jederzeit live 3D-Modelle und eben Technologie, auf der das ganze Expertensystem CAD 1 basiert. Ich zeige Ihnen heute den parametrisierten und regelbasierten Entwurf einer Straße. Wir legen diese Straße über einen Dialog ganz einfach an, geben ein paar Parameter ein und schon erhalten wir ein vollständiges Ergebnis in 3D mit entsprechenden Informationen, Attributen, genaue Ergebnisse, die jederzeit auch im BIM-Prozess genutzt werden können. Und das Ganze ist, sofern Sie CAD-Anwender sind, natürlich integriert ins bisherige System, heißt also, wir nehmen Ihnen nichts mit, Sie können arbeiten wie bisher, aber Sie haben eben mit dem neuen Straßenentwurf neue Möglichkeiten, das entsprechend anzupassen. Gut, wir sind im Kapitel The Beginning. Am Anfang steht bei uns erstmal eine Straße. Was habe ich vorbereitet? Ich habe eine Achse geplant oder konstruiert, ich habe die Gradiente konstruiert und ich habe das Geländemodell, hier in dem Fall aus Rasterdaten importiert. Und ich gehe jetzt hierher und lege eben über diesen Dialog eine neue Straße an. Hier in dem Fall die Intergeo Road, das ist ein ganz aktuelles Video. In dem Fall lege ich mal eine Entwurfsklasse oder eine Landstraße an mit der Entwurfsklasse 3. Ganz einfach, weil wir gleich einen Knotenpunkt noch erstellen werden. Das System weiß bereits jetzt, bei der Entwurfsklasse 3 gibt es eben nur zwei Fahrspuren, also keinen Überholfahrstreifen. Das System ist intelligent und smart, um dann direkt die richtigen Parameter auszuwählen. Ich wähle noch die entsprechende Achse aus, die ich vorher dann konstruiert habe und kann dann den Bauwerkskörper generieren. Im Hintergrund werden jetzt sämtliche Regelwerke durchgeforstet. Wir haben also eine Landstraße ausgewählt, also ist die RAL, die Richtlinie für die Anlage von Landstraßen, relevant. Wir haben eine Verkehrsstärke angegeben, darüber ergibt sich gemäß der ESTO der Oberbau. Wie dick müssen meine einzelnen Aufbauschichten sein? Auf Basis der Entwurfsklasse haben wir den Regelquerschnitt definiert, in dem Fall EKL3, also zweispurig. Und schon ist in 11 Sekunden eine Straße generiert worden. Diese Straße entspricht allen Richtlinien, allen Regelwerken und könnte in der Theorie genauso unmittelbar gebaut werden. Natürlich weiß ich auch, dass das irgendwo hier eine grüne Wiese ist und dass das ein schönes Beispiel ist und in der Realität anders aussieht. Aber da haben wir natürlich Werkzeuge, um entsprechend auch einen Straßenentwurf an die Gegebenheiten vor Ort wirklich im Detail anzupassen. Alle Fachobjekte sind, wie es der Name sagt, fachlich. Jedes Objekt weiß, was es ist, weiß, wie es sich zu verhalten hat. Als Beispiel hier, dieses Bankett liegt neben einer Mulde und darf deswegen von der Standardregelweite 1,50 Meter auf 1 Meter reduziert werden. Das macht das System entsprechend automatisiert. Ich kann aber auch hergehen und sage, für dieses Objekt Bankett in einem speziellen Abschnitt soll das Bankett auf wieder 1,50 Meter erweitert werden oder auf 3 Meter oder sonst was. Oder es sollen weitere, weiß nicht, Bushaltestelle hinzugefügt werden, eine weitere Fahrspur, eine Wohlfahrspur beispielsweise. Ich kann also jedes Objekt, jeden Abschnitt einzeln parametrisieren und anpassen. Also am Anfang war die Straße. Kommen wir zum Match. It's a match.
da habe ich mir eine sehr schöne Folie ausgedacht. Mehr Text ist es diesmal nicht. 1 plus 1 gleich Liebe, das heißt, aus zwei Straßen soll eine Straße werden. Ausgangslage, wir haben zwei Straßen modelliert, die kennen sich bislang noch nicht. Und jetzt ist eben die Aufgabe, daraus eine Einmündung zu generieren. Auch das wieder als Video. Ich lege also einen neuen Knotenpunkt an, das System erkennt, hier kann ein Knotenpunkt vorliegen. Ich kann das Ganze wieder gemäß RAL machen, ich könnte es auch komplett freigestalten. Ich kann auswählen, soll dort eine Lichtsignalanlage platziert werden oder entsprechend keine Lichtsignalanlage. Also brauche ich Dreiecksinseln, brauche ich einen großen Tropfen, kleinen Tropfen. All die Sachen, die sich dort im Hintergrund verbergen, werden wieder automatisch generiert. Und so erhalte ich auch wieder nach 11 Sekunden eine Einmündung mit entsprechenden Linksabbieger, mit Sperrflächen, mit den AOSI-Pfeilen. Also all das vollkommen automatisiert generiert. Und auch hier gilt, alles ist 100% parametrisiert. Heißt also, wenn ich jetzt hergehen würde und zum Beispiel die Achse etwas verändere, wird alles andere sich mit verändern. Gleichzeitig erhalten wir neben diesem automatischen schnellen Entwurf der Fahrbahn, zum Seitenraum kommen wir gleich noch, erhalten wir im Journalsystem Informationen zu unserem Entwurf. Das heißt, es werden sowohl mögliche Fehler als auch Hinweise oder Warnungen ausgegeben. In dem Fall ist die Maximalneigung überschritten. Heißt also, die Neigung in der, das ist der Einmündung des Rechtseinbiegers ist es, glaube ich, ist zu hoch. Und dann kann ich eben hergehen und sagen, ich möchte genau dieses Objekt jetzt bearbeiten. Heißt also, ich gehe rein und sage, hier einmal die Höhengeometrie bearbeiten, bin in der ganz klassischen Gradientenentwicklung und kann hier einzelne Gradientenschnittpunkte hinzufügen, entfernen, verändern und das beliebig anpassen. Obwohl ich im Vorfeld nicht mal eine Gradiente entworfen hatte für diese Stelle, sondern das passiert alles vollautomatisiert. Und so habe ich eben als Ingenieur immer noch die Möglichkeit, mir nicht nur was entwerfen zu lassen, sondern das Ganze auch noch über das Journalsystem nachzuvollziehen, anzupassen, zu verändern und beeinflussen zu können. Dann werden hier im nächsten Schritt mal der Seitenraum bearbeitet. Das habe ich jetzt ein bisschen beschleunigt, das Video, weil wir hier entsprechend verschiedene weitere Streifen ergänzen. Im ersten Schritt hier das Bankett, was an die Straße angelegt wird. Das ist jetzt hier im Standardbankett von 1,50 Meter. Ich kann natürlich Anfangswerte, Endwerte separat definieren. Ich kann die Neigung anpassen, Neigungsverwindung, Längen, Verziehungen. All das wieder 100% parametrisiert und das Streifen für Streifen, das heißt das Bankett, dann kommt hier die Mulde daneben auf der rechten und auf der linken Seite, auch die natürlich wieder standardmäßig vorbelegt mit den Werten aus der RAL, wo genau definiert ist, wie breit muss so eine Mulde sein, wie tief muss die Mulde sein, das alles standardmäßig hinterlegt und dann im nächsten Schritt das Bankett, nicht das Bankett, der Geländeanschluss. Grundsätzlich ist es immer ganz wichtig, das sind die ganzen Standards, die wir hier gerade auswerten und auf Basis der Standards eben das Ganze generiert wird. Sie können aber auch eben eigene Regelquerschnitte definieren. Sie können eigene Oberbauten anlegen und generieren und dann die Straße auch hier mit komplett eigenen Streifen ergänzen. Das heißt, das ist immer eine gute Vorlage für einen sehr, sehr schnellen Entwurf, den Sie ganz detailliert anpassen können, aber eben auch nicht das Ende der Technologie, sondern eben im Detail ganz individualisierbar. Das hier jetzt mal eben, wie gesagt, in wenigen Minuten einen ausgebildeten Knotenpunkten inklusive aller angrenzenden Seitenraumstreifen. Das heißt also, it's a match war unsere Einmündung. After a while lehnt man sich vielleicht ein bisschen auseinander. 1 plus 1 gleich 2. Jede Straße geht in dem Fall seinen eigenen Weg. Wir sind bei der Kreuzung angekommen. Bei der Kreuzung, auch hier ist das gleiche Prinzip, die Straßen kennen sich noch nicht. Ich sage, hier soll eine Kreuzung angelegt werden oder ein Knotenpunkt. Das kann perspektivisch genauso gut ein Kreisverkehr sein. Hier jetzt erstmal eine Kreuzung. Das Ganze entweder mit oder ohne Lichtsignalanlage. Ich lasse sie erstmal mit Lichtsignalanlage angehakt, gemäß der RAL wieder gebildet. Das heißt, diese Achsen, die hier gerade generiert wurden, entsprechen wieder, also die Radien etc., entsprechen wieder den Richtlinien in Deutschland. Und so wird hier eben gerade der Fahrbahnbereich der Kreuzung mit Lichtsignalanlage oder mit den Flächen für die Lichtsignalanlagen generiert. Und letztendlich ist es dann genau ein Knopfdruck. Ich gehe nochmal in die Parameter rein und sage jetzt, nee, es soll doch keine Lichtsignalanlage sein. Dann wird das einmal neu generiert und anstatt dieser zwei Fahrspuren für den Rechtsabbieger auf beiden Seiten wird eine Dreiecksinsel jeweils generiert. Sehen Sie bereits anhand der Achsen im Lageplan. Und die Straße wird wieder neu generiert auf Basis der neuen Randbedingungen. Und auch hier gilt das Gleiche, wenn ich jetzt sage, ja, die Achse muss aber irgendwie verschoben werden oder so, ist das gar kein Problem. Alle Relationen bleiben erhalten und werden automatisch aktualisiert. Auch das kann dann irgendwann ganz schick aussehen. Hier mal noch mit einem Fahrradweg oder einem Gehweg im Randbereich, ein kleines Geländer.
ein paar Objekte für die 3D-Visualisierung, auch das wird ja immer wichtiger. Und so habe ich hier eine vollständig ausgeschaltete Kreuzung. So, und dann wird es irgendwann kompliziert. It's getting complicated. Wir haben noch was Drittes, jemand Drittes mit dem Spiel. Das heißt also 1 plus 1 gleich, ich weiß gar nicht, wie das Smiley heißt, aber Sie wissen, was ich meine. Hier in dem Fall haben wir korrespondierende Knotenpunkte. Ich habe auf der einen Seite eine Einmündung, die komplett für sich alleinstehend ist, rechts ebenfalls eine Einmündung, die für sich alleinstehend ist, und jetzt kommt jemand Drittes ins Spiel. Und diese dritte Straße, die beeinflusst sowohl den rechten als auch den linken Knotenpunkt. Das heißt, beide Einmündungen, oder in dem Fall jetzt alle drei, müssen miteinander korrespondieren. Auch dazu ein kurzes Video. Das System erkennt wieder, hier könnte ein neuer Knotenpunkt vorliegen, eine neue Einmündung in dem Fall. Das mache ich wieder nach RAL, ohne Lichtsignalanlage. Das Ganze wird generiert. Und Sie achten mal sowohl oben rechts auf die Sperrfläche, als auch links auf die Verzögerungsstrecke des Linksabbiegers. Denn diese beiden Objekte müssen nun miteinander kommunizieren. Heißt also, es entsteht eine gemeinsame Sperrfläche auf der rechten Seite und auf der linken Seite werden entsprechend die zwei Verzögerungsstrecken aneinander angepasst. So, das Besondere an der Stelle ist eben noch, ich zeige das nochmal auf der nächsten Folie, dass das System natürlich auch dokumentiert, wenn etwas nicht passt. Heißt also an der Stelle, ich habe einen Hinweis bekommen, dass beim Linksabbieger der Spurabschnitt gekürzt wurde. Also das, was hier blau markiert ist, ist etwas kürzer geraten. Laut Richtlinie sollte es 40 Meter sein. Der Platz war nicht da. Wir hatten nur Platz für 36 Meter. Also kann ich jetzt eben auch hergehen und sagen, ich möchte gerne für diesen einen Abschnitt das Ganze als maßgebend definieren. Ich gehe also direkt in die Bearbeitung des Objektes rein und sage, dieser Verzögerungsstreifen ist wichtiger als der andere. Der soll also maßgebende Verzögerungsstrecke haben von mir aus 50 Meter. Das heißt, der andere Verzögerungsstreifen muss jetzt wieder automatisch angepasst werden. Er korrespondiert mit eben der Veränderung der einen Einmündung. Und auch dann erhalten wir, das sieht man, glaube ich, im nächsten Foto ganz gut. Na, da war es gerade, ich gehe nochmal zurück. Genau, jetzt sehen Sie es hier so ein bisschen animiert, dass einfach, es sind nur 9 Meter Unterschied, deswegen erkennt man es nicht so gut, aber dass genau diese Sperrfläche entsprechend von rechts nach links wandert, weil eben jetzt dieser Verzögerungsstreifen maßgeblich ist für die Bildung dieses korrespondierenden Knotenpunktes. Hier also nochmal dann auch die Folien dazu oder die Attribute. Rechts ist immer noch eine verkürzte Strecke, anstatt 36 Meter jetzt nur noch 28 Meter, weil einfach nicht mehr Platz vorhanden war. Das gilt sowohl für benachbarte Kreuzungen, die nur gemeinsame Sperrflächen haben. Das gilt für den Typ 2, die versetzten Kreuzungen rechts-links. Also erst der Rechtsabbieger, dann der Linksabbieger, dass dort eine gemeinsame Sperrfläche entsteht. Und eben genauso für die Variante Kreuzung links-rechts. Genau, das waren also die korrespondierenden Knotenpunkte, das, was ein bisschen kompliziert wird. Und am Ende das Happy End natürlich, eine kurze Zusammenfassung. Wir können regelkonform und schnell vor allem Autobahnen generieren, Landstraßen generieren, Geh- und Radwege generieren. Die Stadtstraßen sind gerade in der Erarbeitung, das ist quasi die nächste Ausbaustufe von CAD 1. Wir haben jederzeit eine schnelle und regelkonforme Generierung von Zufahrten, von Einmündungen, Kreuzungen und auch korrespondierenden Knotenpunkten. Und das Ganze ist eben jederzeit parametrisierbar und anpassbar. Damit komme ich zur letzten Folie. Alle 11 Sekunden haben Sie sich verliebt? Dann kommen Sie gerne zu uns am Stand und wir zeigen es auch noch mal etwas ausführlicher. Vielen Dank.